Und jetzt wird es kulinarisch. Noch ein paar Wochen, dann darf wieder geschlemmt werden. Die Spargelernte ist nicht mehr weit. Rund um Berlin schwört man ja auf Belitzer Spargel. Weiter im Westen sind es das hessische Ried oder auch Schrobenhausen in Bayern. Bundesweit wird das Stangengemüse auf einer Fläche von mehr als 22.000 Hektar angebaut. Das ist einsame Spitze. Wenn Ihnen jetzt das Wasser im Mund zusammenläuft und Sie die Hollandaise schon griffbereit haben, dann wäre ein Ausflug ins Westmünsterland vielleicht eine Option. Denn wir haben dort einen Spargelbauern getroffen, der jetzt schon servieren kann. Ob dick, ob dünn, heller oder ein bisschen dunkler. Er ist der Frühlingsbote schlechthin, frischer deutscher Spargel. Das ist das erste leckere Gemüse im Jahr. Und da freuen wir uns alle drauf und deshalb geben wir uns so viel Mühe bei dem Anbau. Die heiß ersehnten Stangen kommen zum Beispiel aus dem Westmünsterland. Rund um Borken baut Bernhard Böckenhoff seit 50 Jahren Spargel an. Seit Mitte März wird gestochen, Tochter Charlotte hilft mit. Wie viele Stangen haben wir pro Meter ungefähr? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Stück, ja, ist ein super Ertrag. Klasse. Insgesamt 80 Hektar Spargel beackert Bernhard Böckenhoff. Diese drei hier sind jedes Jahr als erste dran. In diesen Erddämmen strecken die ersten Stangen schon Mitte März die Köpfe raus. Der Spargel, der wächst von unten aus der Wurzel bis hier oben auf die Dammkrone. Und sobald er hier die Dammkrone verlassen hat, muss er gestochen werden. Weil wenn er zu lang wird, wird er krumm. Und das wollen wir nicht. Dass der Spargel hier so früh gestochen werden kann, verdankt Bauer Böckenhoff einem unterirdischen Heizsystem. Damit kann er das Wachstum des Spargels steuern. Bei 12 Grad beginnt es. Eine Temperatur von 18 Grad ist perfekt für das junge Gemüse. Die Ernte kann beginnen. Wir haben den Vorteil, dass wir warmes Wasser aus dem Biomassekraftwerk einmal durch die Felder leiten und dadurch abkühlen. Und das hat zur Folge, dass die Temperatur im Spargeldamm, ich sag mal, 6 Grad höher ist als normalerweise. 28 Grad hat das Wasser und es kommt ganz aus der Nähe, aus diesem Biomassekraftwerk, in dem Althölzer verbrannt werden. Vor 12 Jahren hat es ein Nahwärmenetz installiert und leitet überschüssiges Wasser unter die Dämme. Funktioniert eigentlich wie jede andere Fußbodenheizung auch. Hier drunter befindet sich der Schieber, da können wir die Heizung also anmachen und wieder ausmachen, indem wir dieses Wasser zu- oder abdrehen. Und dann gelangt dieses warme Wasser durch ein PE-Rohr unter die Wurzel des Spargels, läuft einmal 100 Meter den Damm entlang, nach vorne und dann wieder zurück. Rund 10.000 Euro hat Bernhard Böckenhoff in die Heizung investiert. Das warme Wasser gibt's umsonst. Damit gewinnt der Spargelbauer 3 bis 4 Wochen und ist der Erste am Markt. Die Spargelernte, sie zieht sich übrigens über mehrere Wochen. Das liegt an dem besonderen Wachstumsverhalten des Gemüses. Die Dämme sind noch lange nicht abgeerntet. Hier haben wir unten die Wurzel, ja, und die Wurzel, die macht Knospen. Aus dieser Knospe, da wächst die nächste Spargelstange raus. Das Problem ist, die wachsen ja nicht alle gleichzeitig hoch, die nach oben. Die wachsen alle unterschiedlich. Die eine kommt gerade, die so lang, die andere so lang und die andere guckt schon raus. Und jede einzelne muss persönlich gestochen werden, blind sozusagen. Die Kunst besteht darin, die kleineren Stangen dabei nicht zu verletzen. Ein erfahrener Stecher entwickelt also ein Gefühl. Also man merkt ja auch, wenn man den Spargel vom Messer hat, das spürt man und dann sticht man zu. 26 Erntehelfer hat Bernhard Böckenhoff im Moment auf seinen Feldern. Zu Hochzeiten, im Mai etwa, werden es um die 100 sein. Ohne die Folien übrigens gäbe es nur etwa 4 Wochen lang Spargel. Unterschiedliche Systeme verlängern die Ernte. Jetzt haben wir zum Beispiel diese transparente Folie oben drüber gelegt. Das ist wie ein Treibhauseffekt. Die Sonne geht durch, die Bügel halten ein Luftpolster und dadurch wird der Boden erwärmt und der Damm wird warm. Die schwarze Folie darunter absorbiert die Sonne. Aber das ist noch nicht alles. Die ist auf der anderen Seite auch noch weiß. Das heißt also, wenn wir diese Folie auch noch drehen, dann wird die Sonnenstrahlung reflektiert und wir kühlen den Boden.
Also wärmen, wenn die Außentemperatur zu niedrig ist, und kühlen, wenn sie zu hoch ist. Perfektionierte Abläufe für eine ertragreiche Ernte. Bernhard Böckenhoff hat seinen Betrieb ganz danach ausgerichtet. Um CO2 zu vermeiden und autark zu sein, heizt er mit Holzschnitzeln aus dem eigenen Wald. Strom kommt aus der Photovoltaikanlage vom Dach, und auch bei der Folie geht es ihm um Nachhaltigkeit. Die Folie wird hier vor Ort also geschreddert, gewaschen, von Sand befreit, und dann haben wir einen Rohstoff, aus dem wieder neue Folie gemacht werden kann, Topfschläuche oder auch andere Dinge. Spargel ist ein anspruchsvolles Gemüse, sein Anbau energie- und kostenintensiv. Höhere Energiepreise, gestiegene Mindestlöhne, die Rahmenbedingungen sind schlechter geworden. Bauer Böckenhoff aber will nicht klagen. Seinen Betrieb passt er immer wieder den neuen Gegebenheiten an. Wenn Sie 50 Jahre das Gleiche machen und es verändert sich nichts, dann haben Sie einen ganz langweiligen Beruf. Aber wenn wir Herausforderungen haben, die wir lösen können, dann ist das spannend und macht Spaß. Rund 250 Tonnen Spargel erntet Bernhard Böckenhoff im Jahr. Außerdem baut er noch Erd- und Blaubeeren sowie Haselnüsse an. So hat er auch die Möglichkeit, teure Maschinen zu kaufen, die zumindest an manchen Stellen den Erntehelfer ersetzen können. Diese hier sortiert den Spargel nach verschiedenen Kategorien, dicker oder dünner, gerade oder krumm. Das ist wichtig für die Preisgestaltung, denn je schöner, logisch, desto teurer. Das ist ein Spargel, der ist komplett weiß, der hat keine Punkte, ist nicht violett, hat einen geschlossenen Kopf, also das ist der schönste Spargel. Ne? Die kostet 17 Euro das Kilo, ne? Das ist noch relativ teuer. Der geht jetzt, ich sag mal, bis Ostern bleibt der Preis und im Hofladen jetzt. Und der geht jetzt nach Ostern, wird er immer so mal zwischen, in den letzten Jahren immer zwischen 12 und 13, 14 Euro gehandelt. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis, erst recht bei einem so edlen Produkt wie dem Spargel. Als die Menschen im vergangenen Jahr zurückhaltender konsumierten, sank der Preis. Die Lohnkosten waren nicht mehr reinzuholen, so ernteten viele Bauern ihre Felder nicht mehr ab. Bauer Böckenhoff verlor 10% seiner Ernte und sieht trotzdem nur das Gute. Der Spargel, der verrottet ja nicht im Boden, der wächst aus, der Spargel, und hat also eine längere Vegetationszeit. Und umso länger die Vegetationszeit ist, umso höher ist das Ertragspotenzial der Pflanze, dann habe ich im nächsten Jahr mehr Spargel. Rund 4 Stunden nach der Ernte liegt der frische Spargel im betriebseigenen Hofladen. Hier gibt es auch günstigeren, der dünner oder krummer ist, geschmacklich aber ist alles gleich. Also ich kaufe hier im Hofladen, weil ich weiß, es ist frische Ware. Ich weiß, es ist von hier, da wird auch nichts getrickst. Das ist sehr frisch und ich habe vor allen Dingen auch viel Auswahl. Ich habe Köpfchen, ich esse auch gerne Köpfchen oder mal ganze Stangen oder auch mal eine Sortierung, die nicht ein bisschen krumm ist, und den kriege ich dann immer für einen guten Preis hier. Ob 17, 15 oder 13 Euro für die unterschiedlichen Kategorien, am Anfang der Saison sind die Preise am höchsten. Wie diese sich in den kommenden Wochen entwickeln, wer weiß. Die Saison geht immerhin bis zum 24. Juni. Aber egal wie, Bauer Böckenhoff bleibt ein unverbesserlicher Optimist. Ich hoffe, dass wir eine gute Saison haben, dass die Menschen positiv gelaunt sind, dass sie fröhlich sind, dass sie ihr Leben genießen können, dass sie den Frühling genießen können und dass wir zu diesem Genuss als Spargelbauern beitragen können. Das ist also mein Wille. Und dafür ist man in Rasfeld in den nächsten 8 Wochen noch ziemlich beschäftigt. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.